Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Schau mal diese coole Flasche an. Devil's Clown. Deutsche Whiskey, laut Label 65,5%. Triple Cask, Single Malt Whiskey aus Deutschland. Meine Entdeckung auf der Whisky-Messe Wuppertal, der Whisky Fair für deutsche Whisky. Und ich als Gastland darf dabei sein. So, ich werde mir was hier einschenken und dann werde ich das hier ein bisschen erklären anhand von der Webseite. So, und auch der Instagram-Seite. Das Erste, was mir auffällt, Schraubverschluss. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Schraubverschluss haben wollte. Das erste Mal habe ich dann so, da war nichts und dann, oh, ah! So, wir haben 0,35 Liter, also 350 Milliliter. Und wir haben hier tatsächlich einen Preis von 54,90 €. Whiskey Base Nummer habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht wird irgendjemand anders das dann da auch reintun. Ich werde meinen Bildschirm gleich teilen und ihr könnt ein bisschen folgen, was das so alles mit sich hat. So, das ist, was ich will. Wo ist das hier? Wow, Jason. Ein Chrome, ein Devils. So, das will ich. So. Wow, ich bin blind. Ja, deshalb, es hat kein Icon da oben. Das war mein Problem. So, Devil's Clown. So, da könnt ihr es so sehen. Es passt noch niemals auf meinen Bildschirm hier. Machen wir das hier, dass man das so sehen kann. Ich habe gefragt, was ist das? Und das ist ein Graffiti bei der Codex dort in Wuppertal. Und darauf war, die haben vom Grafiker ein bisschen aufbereiten lassen. Und ja. So, Tanz mit dem Teufel. 3 Jahre eingesperrt in dunklen Fässern haben ihm das Böse zum Vorschein gebracht. Der Devil's Clown, man weiß nicht, wie man das buchstabiert, manchmal zusammen, manchmal nicht. Whisky verbindet Ex-Eile, Sherry und Bourbon Cask zu einem einzigartigen Single Malt. Auch eine interessante Schreibweise. Der in voller Fassstärke am Gaumen explodiert, sich dann wie eine Schlange langsam um die Zunge windet und dich so immer mehr in seine Bahn zieht, bereit. So, wir haben hier 3 Fässern pro Jahrgang. Also offenbar werden sie das jedes Jahr neu rausbringen. Vom Hand befüllt sind 300 Flaschen mit viel Liebe und für ein einzigartiges Produkt. Und dieses Slogan finde ich auch gut. Whiskey should be dark as hell, strong as death and sweet as love. Auch ganz, ganz cool jetzt hier. So, wir gehen hier runter zu Sophie. Als ich in Wuppertal war, direkt zu meiner rechten Seite war sie im Stand immer. Der Florian ist der Genießer, der dort auch im Codex arbeitet. Der Alexander war auch im Stand ab und zu mal der Clown und der Mastermind, der Guru, der alles hinter da sich steckt, ist der Kai Hoffmann. So, im Grunde haben sich 2019 drei Freunde zusammengeschlossen und haben gesagt: Mensch, also wir haben so eine geniale Zeit zusammen, wollen wir nicht einfach irgendwie das verewigen? Und da kam die Idee, hier ein Whisky zu haben. Und Kai wurde ins Boot geholt und sich von einer einzigen Brennerei, der nicht genannt werden darf oder genannt werden will oder genannt werden soll oder genannt werden wird, so 3 verschiedene Fässer abgefüllt. So, man kann es vorbestellen, ja, 54,90 €, 350 Milliliter. So, ich werde meinen Bildschirm nochmal teilen, denn ich möchte mit euch ganz kurz zu Instagram gehen. Deshalb nehme ich jetzt hier meine Webcam auf und nicht eine normale Kamera. Und dann werde ich das verkosten und meine Meinung dazu sagen. So, Devil's Clown unterstrich Whisky, so ist denn hier unser Titel. Die haben 14 Mal aber schon gepostet. So, ich hoffe, ich denke, ihr seht das richtig. Ja, wunderbar. So, das ist unser Team. Die drei habe ich schon vorgestellt. Diese Video hier will ich einfach euch zeigen. So, das ist cool. Da sieht man im Hintergrund da auf dem Gebäude tatsächlich hier das, dann da und Devil's Clown.
Ja. Und da hat die Grafiker das aufgemacht und es wurde dann daraus ein Label gemacht. So, das ist bei der Deutsche Whisky Messe dort bei Codex. Da wird es dann alles hier vorgestellt. Sophie, da haben wir unser Devil's Clown, da haben wir dann irgendwie das Motorrad, was sie da benutzen. Alexander, was ich sehr interessant fand, ist, dass der Bourbon Fasspröbchen ist fast so dunkel wie der Sherry. Und der Ex-Eile, hier wurde es am 11.12.2020 schon hier gezogen. Das ist schon ein bisschen länger her, Leute. So, Devil's Clown. Wenn ich die Fässer anschaue, die Dicke der Daumen, also das sind hier 50 Liter Fässer. Die haben dreimal 50 Liter Fässern, würde ich anhand von dieses hier sehen. Und das sind 150 Liter, auf 0,35 kommst du nicht ganz auf die 300 Flaschen. So, das heißt wahrscheinlich dann vielleicht 80 Liter Fässern haben sie dann da benutzt. Rückbauten. Florian, yay, der war cool auf der Messe. Und ich muss sagen, der Instagram-Post ist hier sehr, sehr gut. Und die machen vieles auch an Infos dabei. Ich werde es mit nichts vergleichen. Ich habe 50 Euro für die Flasche bezahlt. Am Freitag bei der Whisky-Messe in Wuppertal habe ich die Leute da neben mir gesehen. Am Samstagmorgen habe ich den 50 Euro in die Hand gedrückt und mir eine Flasche genommen und sagt, Dankeschön. Irgendwann gibt es ein Video dazu. Ich mache eine Flaschenteilung. Flaschenteilung habe ich gemacht. Es gibt noch 10 CL über. So von daher, wer was haben möchte, darf das denn so tun. Hier steht in Verkehrbringer ist Blasberg. Okay, okay. Klein und das ist in Wuppertal. Und ich habe Flaschennummer 238 und 300 mit 65,5%. Also das weiß ich hier. Sophie hat hier gesagt, sie hat alle Dinge selbst gelabelt. Ja. Doof, aber so ist das manchmal. Aber die schwarze Flasche, dieses Etiketten da drauf, Etikett vorne, Etikett hinten und hier oben drüber, finde ich echt schön gemacht. Und die meisten, ich habe es probiert auf der Messe und dachte, oh, interessant. Also erst einmal kommt Bourbon, danach kommt tatsächlich Sherry und ganz, 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 ganz hinten raus ist leichte, ist da Rauch oder nicht? Ich bin nicht rauchblind, aber der Rauch hier ist relativ, mein Wort könnte ich sagen, ist harmlos. Okay, gut, dann probieren wir es, was die 65,5% hier machen können. Also ich glaube, dass der Alkoholgehalt nach oben gegangen ist. Die lagern das im Kodex. Das heißt, es wird gebrannt, es wird Alkoholsteuer bezahlt, das kommt ins Fass und dann können sie machen, was sie willst damit. Ja, also. Aber ein schöner, fruchtiger, eichiger Moment hier. Keine Obstler-Moment, kein Klebstoff-Moment, keine Fehlnoten erst einmal. Cremig, vanillig, beerig, mit ganz, ganz leichten Rauchuntertönen. Tschüss. Fünfundsechzig betäubt die Zunge. Meine Kalibrierungswhisky hat nur 60 gehabt, sorry. Cremig, würzig, leichte Schokoladenoten, Wildkirsch, Wildkirschmarmelade und wirklich ein Mühlrauch, wo es dann da nicht wehtut. Geht leicht in der noch nicht reife Johannisbeeren-Säure da, aber nicht Sodbrennsäure, sondern eine Fruchtsäure vom noch nicht reifen Momente von der Frucht. Aber echt Holz. Deutlich, ohne zu viel. Ich würde gerne ein bisschen mal verdünnen hier und sehen, was da passiert. Und ich werde zweimal verdünnen. Ich werde es erstmal verdünnen auf circa 50%. Und ich werde einmal auf 35% und schauen mal, was passiert hier.
Oh, Wasser hat ihn sehr gut getan. Hätte ich nicht besser gewusst, hätte ich eher einen Cognac-Fass statt Bourbon und Sherry gedacht. Frag mich, was sind das für Rückbauten bei dem Sherry? Weinig, leicht, schön. Immer noch eine gute Mode. Irgendeine, Kai hat irgendeine gute Brennerei im Petto hier, der hier gute Sachen macht. Ich kenne mich mit deutschem Whisky noch nicht genug aus, um das irgendwie in Distillerie-Charakter hier entdecken zu können. Also jetzt Kirschlolli, Pflaume, Schwarzwälder, Kirschtorte. Also man merkt sehr, sehr fruchtig, leichte schokoladige Momente, leichte Säure, leichte Sodbrennmoment kommt bei 50% herum jetzt raus, was ich da bei 65,5 nicht hatte. 65,5 hat einfach nur Alkohol. Bam. Aber jetzt kommt ein bisschen mehr hier, auch eine leichte Säure. Und nun hier bei circa 38, 35% auch noch. Jetzt kriege ich endlich Eile-Moment. Der Rauch wurde mehr und mehr aktiviert mit der Zeit, mit dem Wasser. Da ist es deutlicher. Aber dieses Schwarzwälder Kirschtorte, dieses Wildkirsch, dieses Kirschlolli-Moment ist Kirsch, 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 ist eindeutig da. Immer noch vanillig, immer noch cremig. Warum tue ich das? Warum gehe ich von 65 auf circa 50, auf circa 35? Um einfach dieses Produkt zu auseinanderzureißen. Wasser verdünnt, Wasser entzerrt, Wasser ermöglicht, dass man mehr dort sehen kann. Denn konzentriert ist gut, aber entzerrt ist für mich aus Bewerter, nenne ich mich jetzt hier, Reviewer, Verkostungs- Videomacher hier, es ist easy, es ist einfacher für mich, das zu sehen. Und Prädikat, gut. Also ein 3 plus. Ja. Ist nicht wow, aber es ist 3 plus. Gut, wir reden jetzt hier von 110 Euro pro Liter. Das heißt 75, 72 Euro für ein 0,7. Für ein 3 Jahre alte Whisky, vielleicht viel 3,5, bisschen Geld, aber 50 Euro. Tut 50 Euro weh? Aber ich möchte einfach mal ein Rechenbeispiel machen für mich. Ja? So, 300, ich nenne einfach mal einen Preis von 50 Euro. Ja, das heißt, das sind 15.000 Euro Einnahmen, ja. So, erstmal müssen wir hier unsere Mehrwertsteuer wegkriegen, ja. Das heißt, es bleibt 12.600 Euro über. Dann müssen wir auch unsere Alkoholsteuer erst einmal hier wegkriegen. Wir haben 115, so, das heißt jetzt hier 13,50 Euro. Bei 100 Liter, sagen wir mal, minus 2000 Euro Alkoholsteuer, denn da drauf. Was kostet 3 Fässer in Deutschland jetzt hier? So, wenn ich ganz böse bin, sagen wir mal, für 100 Liter Stoff bin ich bei 1.500 Euro dabei, das ist viel, aber das ist egal. So, und jetzt brauche ich Flaschen, jetzt brauche ich Labels und so weiter. Jo, nochmal sagen wir mal, das ist viel Geld, 2.000 Euro für 300 Flaschen, aber egal. Jo, da bleibt tatsächlich was über. So, von den 15.000 könnte 4.000 Euro circa übrig bleiben.
nachdem Aufbausteuer abgezogen ist, nachdem Anschaffungskosten, nachdem, ach, keine Ahnung, was der Marketing, der Grafiker hier genommen hat. Also ich würde 1000 Euro auch dafür nehmen, aber man kann das über die verschiedenen anderen Abfüllungen über die Jahre hinweg. Ja, es könnte sich lohnen mit einer coolen Geschichte und mit einer coolen Marketing Botschaft. Es sich lohnt tatsächlich so etwas über das nachzudenken. Gerade mit Mikro, ich nenne das einfach Mikrochargen, also 300 Flaschen, Leute, was ist das? Also, das ist das, was ich verkaufe auf 4 Messen. Ja? Also, Pi mal Daumen. Vielleicht brauche ich 5 Messen dafür. Aber ja. Jo, so ist das. Okay. Interessant, Preis-Leistung, wie ich gerade versucht habe zu erzählen, bevor ich anfing, mit meinem Taschenrechner herumzuspielen. 3 Minus. Ja, also 3 Plus für Geschmack, 3 Minus für Preis-Leistung. Was für ein deutscher Whisky gar nicht so verkehrt ist, ja. Meine Frage des Tages ist erst einmal, was ist bisher der beste Marketing-Gag? Ich finde, Devil's Clown ist ein Marketing-Gag hier. Bisher euch unter den Augen gekommen. Wo sagt er, wow, das ist cool. Ja, ich denke an dieses Zigarren bei Marco, diesem Mann, der da mit seinen Tattoos da, und wo die jetzt hier bei Marco sogar auf so einen Kopf denn da, das Gesicht von der Höchstbietende bei der Charity-Auktion, das drauf tun werden. Das ist ein Marketing-Gag, ja. Also Devil's Clown ist ein Marketing Gag, ja, ist eine coole Sache, muss ich sagen. Aber die Frage ist, welche kennt ihr? Kann auch Deutschland sein, kann Irland, kann Schottland, kann Amerika, kann was auch immer sein. Aber was ist das Beste dabei? Und ich möchte keine Celebrity-Flaschen haben, ja. Ich möchte tatsächlich haben, wo etwas, man dazu sagen, eine neue Ding hier kreiert hat. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Vielen Dank und vergiss nicht zu liken, vergiss nicht teilen, meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe zu werden. Es gibt immer wieder coole Sachen dabei und wir sehen uns hier fast jeden Tag und Sonntagabend um 21 Uhr. Bye, bye.